Weiter geht's heute mit Hogwarts Legacy und wir machen heute mal wieder weiter. Eigentlich wollte ich mit euch die Dimmiger-Statuen abgehen. Wir haben jetzt zwei gefunden. Aber die dritte weiß ich, wo sie ist. Die ist in den drei Besen. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt unwichtig. Ja, ist leider jetzt einfach so. Honigtopf. Eberkopf. Zonko. Ja, die drei Besen. Also wie gesagt, da oben ist auf jeden Fall auch einer. Aber das können wir jetzt nicht machen. Wir müssen 9 Stück insgesamt sammeln, das weiß ich. Aber wie gesagt, wir können sie in der Nacht erst weitermachen. Na gut, wie dem auch sei, ist jetzt erstmal unwichtig. Wir machen eine Hauptmission, würde ich sagen. Aufträge. Und zwar treffen wir uns heute trifft Sebastian in Feldcraft. Und ich habe eine Vermutung, was es ist. So, wir brauchen jetzt mal, wir müssen jetzt frei, weil wir müssen nach Feldcraft und ich habe keine Lust zu laufen. Ergo, lass mal das jetzt erstmal so sein, wie es ist. Ich muss nämlich nur frei. Muss mal kurz raus aus Hogsmeade. Kann ich hier schon fliegen? Nein. Leider immer noch nicht. Wie weit bist du raus? Das ist die große Frage. Jetzt schon? Ja. Gut, hab Flug. Fliegen wir rüber nach Feldcraft. Und ich habe eine kleine Vermutung, was es sein wird. Ich habe es, glaube ich, in der vorletzten Folge schon mal angeschnitten. Aber was anderes braucht man halt irgendwann nicht. Wie gesagt, wir sollen auf Feldcraft fliegen, Sebastian treffen und dann gucken wir mal, was abgeht. Wie gesagt, meine Vermutung ist, dass wir tatsächlich jetzt anfangen, die Unverzeihlichen zu lernen. Deswegen das einfach nochmal, um das mal ein bisschen vorwegzunehmen. Weil ich weiß, dass es eine Mission mit Sebastian ist. Irgendwas kurz nach dem nach der komischen Kammer. Und ich vermute, dass es jetzt der Fall ist. Sonst würde der uns, glaube ich, nicht so weit abgelegen treffen. Weil unverzeihlich ist schon natürlich eine andere Hausnummer. Sie heißt natürlich so, weil es ganz, ganz, weil es ja Strafe geben könnte. Aber mal gucken. Und da wir also sowieso eher etwas auf die bösere Seite gehen, ich wundere mich, deswegen habe ich auch Slytherin gewählt. Müssen wir mal gucken, vielleicht können wir es auch reinsetzen müssen. Also wir werden es auf alle Fälle mal einsetzen. Zumindest auch Avada Kedavra, das möchte ich gerne mal machen. Müssen wir kurz gucken, ob wir irgendwie rüberkommen. Oder hier rumkommen, rüberkommen, wie auch immer. Warum ist der so weit? Wir sind ja mittlerweile auch schon bis auf Level 17 oder so. Alter, ganz schön windig hier. Feinde lassen wir gerade mal Feinde sein. Alter, wie weit bist du weg? Wie weit willst du eigentlich weg? Ja, das mich gerade wieder nicht klar. Wo können wir denn hier? Grünen Berg kann man nicht an.
Dann hoffe ich, dass ich zumindest bei jeder Feldkraft können. Vom Level her sind wir, dürfen wir wahrscheinlich gar nicht so weit sein eigentlich. Die Level werden uns wahrscheinlich weit über so überlegen sein. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier reinkommen. Frage, dürfen wir hier? Und ich hab nur Befehle ausgeführt. Entschuldigung. Warte mal, ich schätze mal ganz kurz, bevor ich hier nochmal hinfliegen muss. So, jetzt sind wir schon mal im Feldcraft. Upsi. Ich wünsche mir gerne die Kiste mit dem Juden. Moin. Wo ist die? Hell. Hält die hier oder was? Ja. Natürlich. Ein Holm. Warten. Du bist hier. Ja. Natürlich. Schöne Aussicht. Passe auf, Feldcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. Ich hörte, dir ein Kobold-Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einem neuen Freund aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Hier lang. So, im Schatten des Anwesens, so heißt die Mission. Aber die Frage ist, ist es tatsächlich schon, also irgendwas mit Vorsicht gehen? Ja, es kann. War mal viel lebendiger. Okay. Jetzt, da Renrocks Leute dauernd umherlaufen. Warte mal, bevor ich jetzt hier anfange, irgendwas zu machen, ich möchte mich gerne mal ganz kurz nochmal durchausrüsten. Nicht, dass wir dann irgendwie wieder. Oh, okay. Hier ist ein Outfit. Outfits. 99, 95. Oh, passt. Nehmen wir auf 99 Minuten. Jetzt haben wir hier noch einen Links. Sieht doch schon cool aus, ne? Nee, wir nehmen den hier, den schwarzen. Der sieht eigentlich ganz okay so. Bevor ich jetzt hier irgendwas weitermache. Haupttalente. So, halt dran, kann natürlich eine höhere Dings. Level 16 sind wir bei uns mittlerweile. Super, Unsichtbarkeitsknack haben wir natürlich noch nicht genutzt.
Ausrüstung? Wo ist meine Ausrüstung? Ach, hier unten. Ja, nee. Lohnt sich nicht. Gut, Aufträge haben wir ja eine neue freigeschaltet, brauchen wir jetzt gerade nicht. Das sind viele Dings. Viele Truhen, aber wahrscheinlich alles in den Häusern. Wo wir jetzt wahrscheinlich noch nicht, wo wir wahrscheinlich noch nicht reinkommen. Wir sind da. Meine Schwester sollte drin sein. Betreten, machen wir das doch. Feigen Hebenflüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein, ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast. Tut mir leid. Geh. Tut mir leid, das war unschön. Wenn es dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Armer Sebastian. Nicht der erhoffte Besuch. So, ich sprich mit Alan Salomon. Der überhaupt mit den letzten Nerven. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er... Dass er das gar nicht will. Verzeihung, Mr. Sello. Oh, er, Sebastians Freund. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Er glaubt, er kann Anne helfen. Aber man kann nichts für sie tun. Es müsste was geben. Vielleicht haben sie das Heilmittel nur noch nicht entdeckt? Ja, sie klingen wie Sebastian. Denken, sie wissen es besser als die Heiler im St. Mungo. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Hoffnung würde gut sein. Bei allem Respekt, Sir. Aber vielleicht hätte Anne etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder, besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Sprich mit Anne und Salomon. Ja, ich muss mit Anne ein Stück noch quasseln. Also wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, dass er da irgendwas verhindern möchte. Tut mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. So, ein Brief. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben. Oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens schön, dich kennenzulernen. Du musst der neue Fünftklässler sein, von dem Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian an meinem ersten Tag kennen, im Slytherin-Gemeinschaftsraum. Der Gemeinschaftsraum. Wie vielen Erstklässlern ich dort vorgemacht habe, dass ich am Fenster Nixon sehe. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel mal Auror war, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht.
Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Hat sich entschieden? Das liegt ganz bei Sebastian. Und er scheint sich entschieden zu haben. Ich kann nur hoffen, dass er seine vergebliche Suche nach einem Heilmittel bald aufgibt. Ich bin müde. Ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch. Ich wünsche dir alles Gute. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. So, quatsch mal mit Sebastian. Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester. Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Er ist einfach zu weit gegangen. Ich hätte nicht erwartet, dass er so wütend ist. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters. Wie eine Beleidigung. Ich versuche ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Okay. Ranrocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Da oben, auf dem Plateau, haben sie Anne verflucht. Hier entlang. Schutt herumwühlen. Ranrock weiß, was er tut. Es ist eine Ehre, mitzuwirken. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Kommandant der Anhänger, ja. Du bist nicht so geübt darin, oder? Geh gleich mal zu. Das war etwas mehr, als ich erwartet hatte. Das war aber geil. So. Ein mega Powertrank. Puh, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Hier ist es passiert.
Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Sie würden grundlos töten. Als hätten die Anhänger einen grundlos angegriffen. Ich würde es ihnen zutrauen, aber ich bin überzeugt, dass sie etwas verbergen wollten. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall, aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und in Schloss Rookwood. Sollen wir uns mal umsehen? Klar. Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Sie haben Stationen für alles. Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr habe ich nie gehört. Ich hörte, dass überall solche Aufgaben der Kobolde auftauchen. Ein Wunder, dass das Ministerium nicht mehr tut. Guck mal, hier muss auch irgendwas sein. Sonst hat er schon längst irgendwas gesagt. Rivelio. Da. Renrocks Anhänger. Immer bewaffnet und kampfbereit. Ein genauerer Blick auf das Haus selbst könnte sich lohnen. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Das ist super, hat sich voll gelohnt jetzt gerade. Sebastian, hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als Anne verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. So, so ich suche das Anwesen doch hinweisen. Aber ich habe jetzt gerade. Da ist noch irgendwas. Da sind noch mehrere Sachen. Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen, den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Hier ist der Brunnen. Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Na gut, da quatschen wir mal ein bisschen mit Sebastian. Die kleine Belagerungsmission. Sebastian, dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin. Vor hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Es zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen und eine Dürre. Die Hüter zeigten mir auch andere Erinnerungen. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morganock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch. Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ganz schön viel, hm? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein, keine Quidditch-Hüter. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Renrock und Rookwood sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Du kannst Spuren alter Magie sehen und denkst, dass Renrock sie sich zunutze machen will. Und jetzt siehst du Erinnerungen von Hütern? Oh, und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Der Punkt ist, wir haben beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst nach Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Hm. Sieh dir das an.
Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Ob das was blockiert? Wir finden es nur auf eine Weise raus. So, gehen wir mal durch, wa? Eine Treppe. Geht's runter. Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier drin etwas Interessantes. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isidoras Reis. Ein Tagebucheintrag von Isidora. Ich sollte ihn aufbewahren. 2 von 7. Erkunde den Keller. Lumo. Ah. Warte mal. Ich sollte euer Feuer mit irgendwie reinnehmen. Kunde den Keller, was ist denn dieser Kunden? Incendio Lumos. Warte, wie war das jetzt? Dinge verschwinden lassen? War das in der Bibliothek? War das, ist das richtig? Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Gut, den brauche ich jetzt nicht, den Fluch. Ja, was hier mal drin. Was das für Viech ist oder was auch immer. Vielleicht höre ich aufpassen jetzt gerade. Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Ha, danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen,
wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz Ohr. Ich glaube, es kommt von meiner Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Aber du sagtest, dass du sie nicht wirklich verstehst und auch nicht beherrschst. Stimmt. Und ich weiß noch nicht, was all das bedeutet. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Ominous wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Ominous. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Ich möchte fast die Luft anhalten. Betritt die Krypta. Lumos. Dann machen wir das doch mal. Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da. Triptychon hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal. Eine Runendarstellung. Was Hilfreiches in der Nachricht? Na, guck, kann selber mal gucken. Ein Runensymbol. Die Hüter benutzen ganz ähnliche Symbole. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter. Und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich habe keine Spuren bei deiner Schwester gesehen. Hm. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Kryptorium hatte? Nein. Ist es mit unserem Gemeinschaftsraum verbunden? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Ich melde mich. Bis bald. Jo. Danke. Und damit haben wir den Auftrag abgeschlossen. Im Schatten des Anwesens. Eine weitere Herausforderung abgeschlossen. Schließe Hauptaufträge ab. So, Moment da. Aufträge. So, die können zeigen, wie ich abzeige, magische Tierwesen retten kann. Okay. Ah, hier ist auch höchstens eine Hauptmission. Ich brauche dringend noch den das Sondergebäude ablöse ich testen noch und ja, ich habe noch so viele Aufgaben, ey. So Nebenaufgaben halt quasi, das ist das Problem oder so. Ich habe so viel Nebenquatsch noch, das ist das Problem an der Sache. Aber ich habe hier vier Aufgaben noch. Willst du da magisch, wenn ich die nächste Herausforderung anzutreten? Ja, das ist immer noch das. Immer. Sechs Spinnen.
So, Sammlung. Sammlung, Sammlung, Sammlung. Gut. War das hier nichts mehr weiter? Nö, ne? Sieht nicht so aus. So, hier sind noch irgendwelche Erscheinungsbilder. Ansonsten, hä? Ich hab doch irgendwie eine Sammlung, aber hier unten ist noch was. So. Gut. Aber ich blende noch mal schnell jedes. Die Krypta auch schnell noch plündern. Das habe ich vorher gar nicht gemacht. Umgang des Gärtners. Ja, damit wissen wir ja, wer der Mörder ist. So. Sonst habe ich, glaube ich, jetzt nichts weiter, ne? Doch, da hinten ist noch eine Truhe. Tolieren schon mit Stacheldesign. Okay. Gucken wir mal. Lohnt sich, lohnt sich. Und sieht noch gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, die behalte ich. Hier ist noch ein Mantel und Umhang. Ne, nicht wirklich. Die könnte ich wieder verticken. Wie viel habe ich jetzt an Kohle? 421. Wenn ich jetzt ein paar Sachen verkaufe, bin ich bei 800, kriege ich nicht zusammen. So. Gut, wir haben keine weitere neue Aufgabe bekommen. Das heißt, die nächste Hauptaufgabe besteht dann hier in dieser Aufgabe. Mit Dick zu quatschen. Und das machen wir dann in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.